Er zeigt sich verliebt wie eh und je. Thomas Gottschalk und seine Carina besuchen am 31. Januar die Verleihung der goldenen Narrenschelle im Europapark Rust. Es bleibt für das Paar nicht nur bei einem Besuch, denn der Entertainer bekommt eine besondere Auszeichnung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte verliehen. Grund dafür sei der unschlagbare Humor, den der 73-Jährige in die Wohnzimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebracht habe. Zudem nehme er kein Blatt vor den Mund. Zu diesem besonderen Anlass putzt der Moderator sich selbstverständlich heraus. So zeigt er sich in einem goldschimmernden Anzug mit einem roten Halstuch. Seine Freundin Carina Mross kann sich allerdings auch sehen lassen, denn sie trägt ein traditionelles Dirndl in Blau und Rosa. Was ebenfalls nicht zu übersehen ist an diesem Abend, die Liebe zwischen den beiden. Immer wieder sehen sie sich verliebt in die Augen und haben keine Scheu davor, ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das sieht definitiv nach einem schönen Abend für das Paar aus.